Hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge im Namen der Wissenschaft. In dieser Folge schauen wir uns mal an, wenn man noch einen Platz beim Zubehör frei hat, soll ich dann eher einen Geschützstabilisator oder einen verbesserten Waffenrichtantrieb einbauen? Der Geschützstabilisator bringt 20% auf Genauigkeit zu jeder Zeit, also während der Fahrt, Turmdrehung oder auch beim Stehen. Und der verbesserte Waffenrichtantrieb bringt 12% schnellere Zielerfassung. Und das schauen wir uns mal an anhand eines Beispiels. Jetzt zeige ich erstmal in normalen Geschwindigkeit, danach nochmal in Zeitlupe, dass man es nochmal genauer sieht. Und als erstes haben wir hier den Fatherland, ein russischer Heavy, der sowieso nicht so gut in der Genauigkeit ist. Und hier sieht man schon, dass bei voller Fahrt der Stabi deutlich genauer ist als der Waffenrichtantrieb. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, man sieht schon, der Geschützstabilisator muss weniger einzielen. Dennoch geht der rechte natürlich schneller und beides kommt relativ zeitgleich an. Aber wenn man es im Gesamten betrachtet, ist der Geschützstabilisator auf alle Fälle besser, da man von vornherein schon eine bessere Genauigkeit hat. Ja, genau. So viel zum Fatherland. Als zweites habe ich jetzt nochmal einen amerikanischen Autoloader dabei. Und da sieht man auch Genauigkeit bei der Fahrt genauer und auch beim Einzielen. Im Grunde dasselbe Verhältnis wie beim Fatherland. Hier das Ganze auch nochmal in Zeitlupe. Genau, und da ich jetzt hier auch einen Autoloader im Test habe, können wir das Ganze auch gleich nochmal testen, indem man schießt. Also wie schnell oder wie genau ist er nach dem Schuss. Und hier habe ich mal ein Bild, einen Screenshot gemacht bei beiden. Links der Geschützstabilisator sieht man anhand des Striches in der Mitte, der berührt schon den Kreis, den Zielkreis. Und rechts der verbesserte Waffenrichtantrieb, da sieht man, dass der Strich noch nicht diesen Kreis berührt. Somit ist hier auch ein Geschützstabilisator besser als ein Waffenrichtantrieb bei Autolodern. Gut, dann kommen wir jetzt gleich noch zum Fazit. Das Fazit ist, man sollte auf alle Fälle einen Geschützstabilisator einbauen als einen verbesserten Waffenrichtantrieb, da er gesehen hat, dass die Vorteile beim Geschützstabilisator in allen Punkten besser ist. Lediglich, wenn man zwei Plätze frei hat und auf beides haben möchte, also wenn man beides eingebaut haben möchte, kann man dies auch gerne tun. Ja, ansonsten war es jetzt soweit mit der Folge. Habt ihr Ideen, was man noch testen kann? Dann schreibt gerne einen Kommentar. Hat euch das Video gefallen? Lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö mit ö!